Ja, Paul Kalec, die Woche nimmt einen guten Verlauf für dich persönlich. Zuerst einen neuen Job antreten, nachher dann gut trainiert, so wie es aussieht, weil gegen St. Gallen ein 32-32 rausgeholt. Und heute auch noch der beste Spieler vom Match, der beste Scorer von beiden Mannschaften. Fühlt sich gut an heute? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt echt mega müde. Heute auch den ganzen Tag gearbeitet vor dem Spiel und dann auch nochmal ja, kurz konzentriert und eine Ruhephase gemacht für die Vorbereitung zum Spiel. Und ja, bin glücklich über das Resultat, aber auch so ein bisschen lachendes Wein und weinendes Auge jetzt, was das Spiel angeht. Wir spielen am Ende zweimal die Überzahl nicht gut aus und haben da schon noch die Chance, St. Gallen ein bisschen mehr unter Druck zu setzen und auf Sieg zu gehen. Haben hinten vielleicht dann auch Glück, dass St. Gallen, meine ich, noch ein oder zwei technische Fehler macht am Ende und ja, dann glaube ich, ein gerechtes Unentschieden heute rauskommt. Sind auch die Halbzeiten etwa so aufgeteilt gewesen? Die erste haben wir für euch entschieden, die zweite Halbzeit geht sicher zugunsten von St. Gallen aus, zwischendurch eine 3-Tore-Führung. Ihr habt euch mal mit 2 Goal können absetzen. Also im Gesamten eigentlich gerecht, kann man sagen. Oder ist eigentlich einfach die Enttäuschung da, weil man hat die Chance gehabt, aber eigentlich kann man sagen, es ist in Ordnung. Ja, gerecht, absolut. Also ich finde, wir haben vorne ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen. Das ist natürlich auch immer eine Ansichtssache, ob es jetzt schlechte Abwehrreihen waren oder gute Angriffsleistungen. Und ja, letzten Endes konnte dann St. Gallen, glaube ich, auf 3 weggehen in der zweiten Halbzeit, 30-27 für sie. Und ja, da finde ich, haben wir super Moral bewiesen, sind nochmal drangekommen, haben die Ruhe bewiesen, Ballgewinne erzielt, vorne eigentlich fast immer gescored und ja, von daher kann man, glaube ich, morgen dann schon auch zurückblickend sagen, man hat jetzt gegen eine Top-Mannschaft einen Punkt geholt und hätte vielleicht in anderen Phasen der Saison das Spiel heute auch verlieren können. Allgemein hat man das Gefühl, es geht ruck durch die Mannschaft. Es war eine durchgezogene Partie gewesen, noch gegen Kriens Luzern, wo man mit Schiedsrichterentscheid gehadert hat. Heute hat man das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist parat, es interessiert sie nicht, was rundherum läuft, hat sich auf sich selber konzentriert. Wie hast du es auf dem Platz vorgenommen? Ja, ähnlich eigentlich. Wir haben da eigentlich ganz gut zusammengestanden und ich sag mal, unsere ein, zwei Spezies haben sich heute im Griff gehabt und ja, im Großen und Ganzen den Fokus aufs Spiel gelegt, da wo er auch hingehört. Und ja, haben das aber auch angesprochen die Woche, weil das echt scheiße war und ja, uns das total Konzentration raubt. Und ich glaube, dann sind wir in Luzern auch irgendwie 6-3 Unterzahl. Da kannst du ja, das weiß auch jeder, dass da nicht viel geht, außer Zeit runterspielen. Das bricht dir so ein Spiel dann auch. Und ja, da gab es schon auch heute ein, zwei Phasen, wo das wieder hätte passieren können. Und das ist nicht passiert. Aber für mich ist das ehrlich gesagt nichts Besonderes, sondern das muss normal sein. Und das muss jedes Spiel so sein. Und wir werden immer wieder Situationen haben, wo wir Unzufriedenheit über uns selbst auch an Schiedsrichtern auslassen wollen. Und das geht nicht. Jetzt haben wir das Spiel gegen Top 4 hinter euch. Jetzt kommen die restlichen Mannschaften. Am nächsten Samstag Basel, dann auch noch Endingen, Wacker, Bern. Nimmt man Schwung mit aus dem Spiel jetzt und ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Teppich ausgerollt für die ersten 2 Jahre im neuen Jahr? Das hoffe ich auf jeden Fall. Jetzt ist erstmal Regeneration angesagt und dann haben wir eine ganze Trainingswoche auf das Samstagspiel gegen Basel und da ist ein Sieg für uns alles, was zählt und was wir unbedingt erreichen wollen und dafür werden wir einen neuen Anlauf nehmen und ja, werden das hoffentlich dann erreichen, das Ziel. Das werden GC-Fans gerne hören. Paul Kalec, danke vielmals fürs Gespräch. Alles Gute nochmal und Gratulation zum Topspiel. Vielen Dank. Ja, Florian Leitner, 32-32 gegen TSV St. Ottmar St. Gallen. Ein mega knappes Spiel. Wie ist das Gefühl nach dem Unentschieden? Hättet ihr den 2 Punkte auch noch verdient oder geht es in Ordnung? Das Gefühl ist ganz gerecht, das Unentschieden. Jetzt am Schluss die 2 Aktionen ist beides so 50-50 zum Entscheiden. Und dann finde ich, geht das Ganze in Ordnung. Für dich persönlich ist es in der letzten Zeit immer wieder ein spezieller Moment, wenn du auf dem Platz stehst. Du hast nach deiner Corona-Erkrankung doch noch ein relativ starkes Problem. Erzähl mal schnell, wie geht es dir überhaupt? Ja, es geht mir immer besser. Muss ich sagen, seit 2 Wochen merke ich wirklich so die erste grosse Verbesserung. Das ist wie, vor 2 Wochen habe ich angefangen mit einem Atemprogramm für Apnoe-Taucher. Und seitdem merke ich wirklich das erste Mal eine markante Verbesserung. Du hast heute eine Halbzeit mitspielen für 60 Minuten lang, jetzt glaube ich noch nicht. Wie weit bist du von deinem alten Leistungsniveau noch entfernt? Ich sage jetzt mal, ich bin sehr auf dem aufsteigenden Ast. Ganz am alten Niveau habe ich noch nicht.
Aber gerade heute konnte ich die Halbzeit eigentlich problemlos spielen. Und ich nehme Woche für Woche, Tag für Tag. Und dann bin ich auf nächste Saison sicher wieder noch fitter wie diese Saison. Und trotzdem, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nächste Woche steht das Spiel gegen RTV Basel an. Ein Konkurrent, wo man immer sagt, das ist einer, den man schlagen müsste, wenn man den Anschluss behalten will. Was erwartet uns in diesem Spiel? Und dich persönlich? Es wird sicher auch wieder ähnlich wie nicht das schnellste Spiel sein. Und wahrscheinlich noch ihr, die Abwehrreihe dominiert. Aber wir wollen unser schnelles Spiel eigentlich aufziehen und so das einfahren. Die Abwehrreihe haben heute nicht gerade dominiert. Was muss passieren, dass das ein bisschen stabiler ist nächste Woche? Sicher noch ein bisschen Aggressivität drauflegen und die Woche einfach wirklich so die Abstimmungen wieder finden mit neuen Verpflichtungen. Und das kommt da gut. Hoffen wir das Beste. Viel Glück nächsten Samstag und hopp geht's. Danke vielmals.